Hallo und herzlich willkommen bei FATSpielen. Mein Name ist Diana und heute spiele ich für euch mal ein neues Browser-Game an, und zwar Good Game Café. Ich habe mich jetzt schon mal hier registriert und bin jetzt auch schon gleich im Tutorial drin. Und jetzt mache ich einfach mal so eine Einführung, damit ich mich, wie sie hier so schön sagt, in der wunderbaren Welt der Gastronomie zurechtfinden kann. Okay, das Wichtigste fängt schon gleich an mit dem Essen. Ein Gartensalat. Warum ich einen Gartensalat auf dem Herd zubereite, ist mir zwar schleierhaft, aber ich mache es einfach mal. Okay, für den Gartensalat muss ich jetzt erstmal Zwiebeln kaufen, denn ich habe keine mehr. Okay, dann muss ich hier auf den kleinen Einkaufswagen klicken. Und jetzt habe ich einen magischen Kochlöffel hier und kann das kochen. Ein Salat. Alles klar. Klicke ein paar Mal auf den Herd, um die einzelnen Zubereitungsschritte durchzugehen. Also, okay, jetzt muss ich einfach klicken, um Tomaten zu schneiden. Zwiebeln hacken und Salat waschen. Okay, ein Gartensalat braucht eigentlich 3 Minuten, aber das wird jetzt einfach mal abgekürzt. Na, dann koche ich doch einfach mal gleich fertig, sonst dauert das ja auch ein bisschen lange. Und jetzt ist mein schöner Gartensalat schon fertig. 10 Portionen davon. So. Und ich habe Geld und gleich wieder einen Coin bekommen, den ich gerade ausgegeben habe. Das ist schon mal gut. Dann verliere ich nicht gleich ganz so viel. Jetzt kann ich Früchtekuchen, Weihnachtsbraten, Omelette, Tomatensuppe, Mousse au Chocolat, lecker. Und Spaghetti Bolognese kochen. Weihnachtsbraten ist natürlich toll, passt jetzt in die Jahreszeit, aber wahrscheinlich braucht er ewig und kostet ganz viel oder ich kann es einfach noch gar nicht kochen. Schaue ich einfach gleich mal. Sehe ich aber auch schon hier, der Herd ist ganz schön schmutzig, den putze ich gleich mal lieber. Dass der von Salat so dreckig wird gleich, das ist ja furchtbar. Okay, also hier ist Oskar. Ich frage mich, warum... Ach, Oskar ist mein Kellner. Alles klar, deswegen hat er einen Namen. Ich habe mich gerade schon gewundert, dass er da so rumsteht und als einziger einen Namen über dem Kopf hat. So. Dann schaue ich doch jetzt einfach mal, ob ich noch irgendwas kochen kann, dass die Leute hier nicht nur Salat zu essen bekommen. Das ist ja irgendwann auch ein bisschen langweilig. Fertig in 1 Minute. Dann mache ich doch jetzt ein Omelette. Dann können wir uns hier mal noch ein paar mehr Gerichte anschauen. Eier. Und brauche ich noch was? Nee, ne? So, jetzt kann ich Omelettes kochen. Die bringen mir auch eindeutig mehr pro Portion als der Gartensalat. Hier, der Gartensalat bringt mir nur 24 Dollar. Liebe Güte, bringt der wirklich nur 1 Dollar? Aber dafür eine Menge Experience Points. Naja, okay. Also das Omelette bringt mir auf jeden Fall 100 Geld, Dollar, ich weiß gar nicht, was für eine Währung das da ist. Und dann mache ich jetzt einfach mal die Omelettes. Muss ich erstmal Eier zählen. Alles klar, ein wichtiger Schritt beim Kochen. Und hier um den Gastraum muss ich mich gar nicht kümmern, sehe ich jetzt schon. Oskar macht das alles. Oskar, mein Freund und Helfer. Also kann Oskar hier auch aufräumen? Ah ja, okay, da muss ich draufklicken, damit Oskar aufräumt. Muss ihn ein bisschen drauf hinweisen. Im Moment würze ich die Eier, sehe ich gerade. Super, ich habe eine positive Bewertung bekommen, sehe ich schon. Hier oben sehe ich auch meine Bewertung. Die Beliebtheit des Cafés ist gerade bei 5,5. Ob das gut ist oder nicht, kann ich jetzt gerade eigentlich gar nicht so genau sagen. Aber ist es vermutlich, weil der Daumen ist grün. Was kann man denn hier noch so machen? Ich kann den Kühlschrank mal anschauen. Mein Kühlschrank ist leer, schade. Ja, aber ich kaufe ja meine Sachen so on the go, was ich gerade kochen möchte. Deswegen gehe ich da einfach mal wieder raus. Was habe ich hier drüben? So mein Kochbuch, Umbauen, Zutatenshop. Umbauen finde ich immer toll. Ich habe bei Sims auch am liebsten Häuser gebaut. Schauen wir doch mal. Vielleicht können wir ja ein bisschen Dekoration hier reinbringen oder sowas. Hier so ein schönes Blümchen in die Ecke stellen. Die sind ganz schön teuer, die Blumen. Ich nehme jetzt einfach mal die hier. Die muss ich jetzt reinziehen. So, und dann sieht es schon gleich viel freundlicher aus in meinem kleinen Café. Und hier kann ich zurück zum Café. Wunderbar. So. Da ist schon wieder ein neuer... Ah, mein Omelette ist fertig. Jetzt kann ich das auch servieren hier. Sehr schön. Also ich weiß ja nicht, wie die hier kocht, aber der Herd ist ordentlich schmutzig immer.
Also der ist hier schon, dafür, dass sie nur Omelette gekocht hat, wieder ganz schön dreckig, ne? Aber das macht nichts, ist ja schnell wieder geputzt. So. Möchte jetzt jemand ein Omelette? Ich möchte Geld verdienen. Ich kann jetzt auch eigentlich noch mal schauen, was ich noch hier so kochen kann am Anfang. Das ist ja auch mal ganz interessant zu sehen. Jetzt gibt es natürlich hier diese Weihnachtsspecials, die gibt es wahrscheinlich nicht immer. Früchtekuchen. Hört sich auch ziemlich cool an. Brauch auch nur 14 Stunden. Das ist klar, Weihnachtsspecials brauchen halt ein bisschen länger, ne? Sonst wäre es ja langweilig. Eine Tomatensuppe wäre in 10 Minuten fertig. Und mehr kann ich leider noch nicht. Toast Hawaii, Käseplatte, gemischter Salat. Oder kommen noch ein paar ganz coole Sachen so. Eine Schwarzwälder Kirschtorte, das hört sich natürlich klasse an. Mensch, da kriegt man ja Hunger, wenn man hier durchblättert. Ist ja furchtbar. Also da kann man auf jeden Fall später ein paar ganz coole Sachen machen. Jetzt lohnt sich das noch nicht richtig für so ein kurzes Einsteiger-Let's Play. Ich denke, da muss man auch am Ende oder später im Spiel relativ viel vorkochen, da das ja doch immer eine ganze Weile dauert. Aber dann kann man sich ganz gut vorbereiten. Das ist wie Mise en Place. Man kocht und am nächsten Tag ist es fertig gekocht und dann kann man schön weiterspielen und ordentlich weiterkommen im Spiel. Also ich denke, das ist gar nicht so schlecht, wenn man nicht so viel Zeit hat zu spielen. Dann kann man sich einfach ein bisschen was vorbereiten und, ich weiß nicht, 10 Minuten, Viertelstunde spielen und am nächsten Tag, wenn dann wieder mehr Sachen vorbereitet sind, weiterspielen. Das ist gar nicht schlecht eigentlich. So ein schönes Entspannungsspiel für zwischendurch einfach mal. Ja. Also die Gäste kommen auf jeden Fall. Meine Bewertung wird hier auch immer besser, sehe ich. Jedes Mal, wenn ich so einen kleinen grünen Daumen nach oben bekomme. Und ich denke, wir haben jetzt schon mal einen ganz guten Einblick hier in das Spiel bekommen. Ich finde es süß. Mich würde jetzt noch interessieren, ob ich später mehr Features kriege. Also wahrscheinlich kann man hier wirklich ausbauen dann sein Café und viel bessere Gerichte kochen. Und wahrscheinlich braucht man auch viel mehr Kellner dann am Ende. Ja, ist eigentlich ganz niedlich. Nicht das umfangreichste Spiel da draußen, aber es sieht auf jeden Fall schön aus. Und wie gesagt, was ich auch gerade schon gemeint habe, ist ein ganz gutes Spiel, was man so zwischendurch mal spielen kann. Eher längere Vorbereitungszeit. Dafür braucht man nicht lange spielen, wenn man dann direkt am PC sitzt. Mache ich jetzt nochmal einen Salat? Ich glaube, ich mache nochmal einen Salat. Brauche ich überhaupt Zwiebeln? Ich glaube, ich brauche Zwiebeln. Ich brauche Zwiebeln, Salat und Tomaten. So. Salat und Tomaten. Herrlich. Jetzt kann ich noch mal einen schönen Gartensalat machen. Oh nein, der hat es nicht geschmeckt, sehe ich gerade. Wieso hat sie nicht geschmeckt? Mein Omelette ist doch fantastisch. Hm. Vielleicht hat sie auch Oscar nicht gemocht. Böser Oscar. Nun denn. Dann würde ich sagen, höre ich jetzt einfach mal hier auf. Haben einen guten Start hingelegt. Mein Kaffee brummt jetzt schon. Und ja, ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ihr das Spiel auch ausprobieren wollt, dann könnt ihr links auf den Button Spiel starten drücken. Und wir sehen uns beim nächsten Let's Play. Bis dann! Und nicht vergessen, liked uns auf Facebook.